Hallo meine Freunde und schön, dass ihr wieder am Start seid. Ja, ihr merkt es, es ist wieder Winter in Deutschland und darum dachte ich mir, komm, lass uns nochmal den Wintermod rausholen und eine kleine Runde hier auf der deutschen Autobahn im winterlichen, eisigen Setting unternehmen. Wir fahren mit dem Scania, da setzen wir uns einfach mal rein. Die ist auf jeden Fall, entweder bin ich heiß oder der LKW, ihr könnt es aber reinschreiben in die Kommentare, aber der ist es völlig egal, dass die nur mit dem Top da sitzt. Naja, okay. Gut, machen wir den Motor an und dann fahren wir einfach mal. Ich habe hier den LKW mit dem alten Lenkrad. Wollte der eine und der andere ja auch mal ein bisschen sehen. Glatt Frosty-Mod, ihr kennt das. Ich habe hier noch so einen zusätzlichen Physik-Mod drin. Und wir sind unterwegs. Dreckiger Schenker-LKW. Ja. Was ich eins noch sagen wollte, ist ja, dass wir, oh, vorsichtig, vorsichtig. Wir fahren jetzt von Hamburg Richtung Rostock, hier in Deutschland. Und was ich sagen wollte, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, am Sonntag ist wieder Livestream. Wir fahren Truckers MP. Wo wir langfahren, wissen wir noch nicht. Aber wir sind gerade, das werden wir am Sonntag mal ein bisschen verkünden. Da werden wir mit Pandachen über das Thema ein bisschen quatschen. Haben wir ein kleines, feines, neues Projekt, wo wir ganz, ganz viel Spaß daran haben. In der Mache. Wir haben das ein bisschen getestet und uns macht das wahnsinnig viel Spaß. Gerade Pandachen, der hätte nicht gedacht, dass ihm das Spaß macht. Aber das könnte in naher Zukunft ein neues Projekt hier auf dem Kanal werden. Livestream natürlich. Ja, ein Unterhaltungsprojekt. Abseits vom Euro Truck Simulator, weil ja, das werden wir auch am Sonntag besprechen. Was wir aber noch gesehen haben bei den letzten News von SDS, jetzt geht es nämlich langsam wieder los. Wir werden ja langsam. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn hier schon wieder los? Ach, Herrjemine. Ach, du meine grüne Nase. Wir kommen ja gar nicht auf die Autobahn rauf. Dass wir. Ja, die Schweiz, ne? Da haben sie doch mal diese A9 gezeigt, wobei ich dachte, das ist eine Autobahn, aber da kamen schon die einen Kommentare, dass es in der Schweiz sowieso ein wenig komisch gestaltet ist, die Autobahn- und Straßenbezifferung. Jedenfalls hat man da ja ein bisschen Schnee gesehen. Nur ein bisschen, aber es ist nur wirklich Dekoschnee, das ist nicht weiter zu betrachten. Und wegen heute Abend sieht es danach aus, dass ich vielleicht ein neues Spiel zeige. Das soll, wie gesagt, Assassin's Creed und Cyberpunk so ein bisschen ersetzen. Rumpelspiele nenne ich das einfach. Warum Rumpelspiele? Na, die sind nicht diese typischen Simulationsspiele oder Videos, die ich hier auf den Kanal mache. Ob es jetzt ein Battlefield ist oder Assassin's Creed, ja, oder Dead Space und. Ich werde Gotham Knights nach der Abstimmung von euch, glaube knapp 400 Leute haben abgestimmt und es war doch schon eindeutig, ich glaube, ja, knappe 60% wollten Gotham Knights. Wird nicht so ein langes Projekt werden, oh, ich komme gar nicht rüber, weil, ja, vielleicht 10 Livestreams, also Mitte des Jahres und ja, schauen wir mal. Wie lange das geht. Wir fahren jetzt erstmal gemütlich hier und versuchen auf die Autobahn raufzukommen. Das ist auf jeden Fall der Plan heute. Morgen Livestream. Ich würde es euch immer nur ein bisschen so kundgeben, wo die Reise hingeht die nächsten Tage. Wie viele Kilometer haben wir denn? 200. Oh, da muss ich aber jetzt ein bisschen Gas geben hier. Habe ich mich ja ein bisschen vertan hier. Eieiei, aber sieht das nicht schön? Aber man muss wirklich sagen, im winterlichen Szenario sieht es schon irgendwo manchmal ganz hübsch aus, ne? Hier, wenn ich jetzt die Brücke hochfahre hier in Hamburg, die ja irgendwann auch abgerissen werden soll. Naja, abwarten. Irgendwas habt ihr mal erzählt oder ich hau es wieder durcheinander. Das kann natürlich unmöglich sein. Aber ja, schön. Ich muss auch sagen, dass ich sehr, sehr oft jetzt hier in Deutschland unterwegs bin.
Gerade hier die überarbeiteten Gegenden. Ah, hier ist das schon wieder alles. Hier staut sich das ja. Das kann's denn hier. Haben sie den Elbtunnel wieder blockiert oder was? Möglich könnte es sein, ne? Naja, gut. Warten wir mal ab. Auf jeden Fall probieren wir dieses Jahr 2024 viele neue Sachen aus. Ja, man kann ja nicht immer nur Euro-Truck-Simulator machen. Ja, das habe ich aber auch schon sehr oft immer gesagt, dass der Maximus da immer wieder was Neues ausprobiert. Wobei man ja auch sagen muss, hier auf YouTube gibt es ja so viele Kanäle, aber viele hören dann halt irgendwann auf, weil sie gerade so, das hatte ich mit meinen Arbeitskollegen, der macht ja auch ein bisschen, aber mehr so, ja, so eine Bildchen, die sich dann bewegen mit Musikchen und alles sowas, ne? Und da beobachtet man natürlich auch Kanäle, zum Beispiel die über ein gewisses Spiel, zum Beispiel die ganzen Fortnite-Streamer. Da sind ja viele ganz, ganz schnell zum Ruhm gekommen. Ja, ich hab's verpasst, ja, ich weiß. Und danach war dann, ja, wo das Spiel nicht mehr angesagt war, war der Hype dann so vorbei, ne? Das ist halt immer dieses große Problem, wenn du dich auf eine Sache komplett total ja, versteifst. Beim Simulationsspiel, wie jetzt hier Euro Truck Simulator, da ist es ja, der läuft. Der läuft, ja, der wird die nächsten Jahre auch laufen. Ja, aber der wird nicht mehr, ja, ich würde mal sagen, so Simulationssachen, die gehen da noch anders wie solche Spiele, die auf einmal da sind und dann loslegen. So, jetzt wollen wir mal schauen, was ist denn hier eigentlich los? Wo ist denn jetzt eigentlich meine Autobahn? Was ist denn hier eigentlich? Ich fahre hier die ganze. Ich fahre diesen kleinen Weg hier. Das hat doch jetzt nicht so lange gedauert, oder? Oder bin ich falsch gefahren? Ich fühle so, als würde ich hier schon eine halbe Ewigkeit unterwegs bin. Ist doch gar keine 1 zu 1 Map. Naja, die werden wir auf jeden Fall nächste Woche auch wieder bringen. Ich habe mir ja, wie gesagt, mal ein Video angeguckt, wo einer versucht, hier so eine rückwärts da, so eine Wechselbrücke aufzubauen. Aber jetzt reicht's mir langsam mit den ganzen KI. Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu viel. Also da muss ich jetzt einfach mal. Das ist, wie gesagt, das ist hier dieses Schade, dass es bei diesem Wintermod dieses Mal so ein bisschen fehlerhaft ist, dass man hier das Grüne hier immer sieht. Das ist irgendwie schade, ne? Deswegen habe ich den auch dieses Jahr gar nicht so richtig oft in Betracht genommen, weil das Grün hier so durchschimmert. Weil wahrscheinlich SCS da schon ein paar Sachen vorbereitet hat hier in der Gegend, falls dann wirklich mal Season hier ins Spiel kommen. Möglich. Wir wissen es nicht. Mit Schnee ist heute auch nicht zu rechnen. Es ist ja auch nur ein bisschen Schnee draußen, muss man ja sagen. Also, die Leute werden wieder verrückt. Ein wenig Schnee liegt. Alles gut. Alles gut. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Also, ich glaube, wenn der KI-Verkehr nicht so hoch bei mir eingestellt wird, hält er sich wieder ganz schön zurück. Da wären wir schon längst hier auf der Autobahn. Aber ich sehe schon wieder die Zeit. Das ist wieder Pumpe Düse. Oh. Ei, aufpassen. Ja, ich muss ein bisschen schnucki sein. Wie sollen eigentlich die nächsten Tage überhaupt das Wetter werden? Also habt ihr da irgendwo eine gewisse Prognose? Wie sieht es bei euch aus? Ihr könnt ja mal sagen, hier in Bayern oder in Hamburg, dass die nächsten Tage soll es wieder wärmer werden oder soll wieder kälter werden. Wie soll es in Spreewald werden? Wichtig für mich. Das wissen wir ja nicht. Also ich nehme das Video hier am Freitag auf. Ich habe hier den Tag frei. Warum? Weil es Freitag ist. Nee, ich habe noch so viele Resturlaubstage. Ups. Ich habe ja das eine Mal. Oh. Da fahre ich ein bisschen schnell. Ich hatte ja noch so viel Überstunden.
Und ich wusste gar nicht, dass die Kappungsgrenze am 31.12. war. Und somit, ja, wurden wir quasi dann 12 Stunden noch gekappt. Also bei 40 Überstunden wird es ja bei uns dann irgendwann gekappt, ne? Naja, muss ich jetzt quasi den Urlaub, den ich im Dezember hatte, die 2 Tage, muss ich ummünzen in Fehlzeitausgleich, ne? Und dann, ja, habe ich dann wieder, da sehe ich 12 oder 14 Stunden oder 14 Tage noch Resturlaub. Naja, bis März muss ich es wegkriegen. Kriegen wir schon hin. So, die Sonne geht langsam unten, unter hinten, ne? Seht ihr es schon? Ja, wir sind extra nicht rübergefahren, weil wir wussten, unser Kollege kommt hier. Aber wenn ich mir das so betrachte, so angucke, sieht es irgendwie sehr, sehr hübsch aus. Sehr, sehr schön. Was anderes, ne? Ich habe auch jetzt nicht diese Clean Road drinne. Das gerade hat es geschneit und der Winterdienst war natürlich komplett überrascht. Ich glaube, da jammert jeder irgendwie über den Winterdienst, wenn es mal denn schneit. Aber das können, ups, glaube nur die Leute auch wirklich beurteilen, die selber in dieser Branche tätig sind, ja, oder die quasi ja so eine Anstellung haben, also Landwirte gerade, die dann im Winter mit unterstützen, ja, oder andere halt, ne? Wie die Alarmierung dann ist und wie das dann vonstatten geht. Das muss man halt sehen und können ja natürlich nicht alle Wege gleich frei sein, wenn hier irgendwo aus Klingen-Kleckersdorf kommt. Ja, ist natürlich dann schwierig, dass wenn jede Straße gleich geräumt ist oder jeder Gehweg. Dann einfach ein wenig vorsichtig fahren, so wie ich. Und ich habe heute kein Kaffee am Start. Ich habe mir heute einen Tee gemacht. Ja. Ich muss auch sagen, Aprikose habe ich jetzt. Ich muss auch sagen, dass ich durch meinen Tee trinken doch viele von euch auch dazu bewogen habe, einfach mal mehr Tee zu trinken. Jetzt nicht denken, dass ich hier, ne, Achtung, hier, ich bin in der Teelobby oder so. Ich weiß gar nicht, gibt es heute überhaupt. Das war für mich so eine Alternative, weil ihr wisst ja, du kannst ja nicht immer nur einen Riesenpott Kaffee machen, da bist du ja irgendwann auch durch. Ja. Kaffee trinke ich auch gerne, aber gerade bei den Livestreams habe ich ja dann doch damals drei Red Bull getrunken. Also eine Energy Drinks. Also ist nicht nur eine Kostensache, das ist auch eine gesundheitliche. Ja, mal trinke ich auch so einen, muss ich sagen. Also immer eine Woche trinke ich bestimmt mal einen oder zweimal. Ja, aber das ist ja auch irgendwo so eine kosten- und gesundheitliche Sache. Und wenn ich dann hier im Livestream sitze und immer mir nur diese Energy Drinks reinknalle, ich spiele jetzt kein Spiel, wo ich das brauche. Ja, und ich denke mal, ich gehe langsam so in das Alter rein, wo es ganz gut passt. Der alte Mann und sein Tee. Dass ich da mein Teechen trinke. Oh, sieht das nicht schön aus, wenn die Sonne da untergeht? Ist das nicht herrlich? Ja, ist es. Und ja, darum sage ich mir einfach, da kannst du auch deinen Tee trinken. Und vielleicht wird der eine da auch zu dem Geschmack kommen. Klar, wenn ihr gerade nur so eine süßen Säfte und was weiß ich und Cola und so trinkt, versucht einfach, ihr macht euch ein Teechen und habt da wenigstens was Gutes getan für euren Körper. Hoffe ich doch, dass es das gut ist für den Körper. Weiß ich nicht. Also, ne? Auf jeden Fall bekommt mir das ganz gut. Ja. Und irgendwann gewöhnt man sich auch dran. Ich trinke ja auch, wie gesagt, auch im Sommer hier meinen Tee beim Livestream. Gut, ich habe es auch schon mal geschafft, zu vergessen, den Wasserkocher anzumachen und dann den Tee hier aufzugießen. Und dann wundere ich mich, Mensch. Ja, irgendwie, ihr kennt das wahrscheinlich noch. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Livestream das war. Das könnte man irgendwann mal als Short machen. Ich wüsste aber nicht mehr, welcher Livestream das war und in welcher Minute. Vielleicht findet es der eine oder andere nochmal raus. Dann kann das ja.
entweder mir mal auf Discord schicken oder hier auf YouTube unten in den Kommentaren. Aber nicht wundern, ich krieg manchmal nicht alles mit. Ja, da bin ich ein bisschen. Ja, naja. Ich sehe das einfach nur noch entspannter hier. Sollte jeder machen, ne? Ich will auf jeden Fall im Frühjahr, wenn das wieder Wetter gut wird, mein Fahrrad wieder zurecht machen und dann einfach richtig schön wieder auf Tour gehen mit dem Gaul. Da habe ich jetzt schon richtig Lust. War jetzt ein bisschen fauli, ne? Oh, sie guckt mich auch gleich an. Ja, sie hat es. Ja, ich war faul. Ach, gut. Hat sie mir abgekauft. Ach, ist das schön. Hier mit unserem LKW hier rumzukrusen. Die Sonne geht unter. Wie spät haben wir es eigentlich jetzt hier? Wir haben es jetzt. Ach, nur 86 Kilometer. Gleich 18 Uhr. Ach, herrlich. Wir hätten auch noch mal eine Runde. Also, ich nehme es ja hier am Freitag. Wir werden auch noch mal eine Runde gehen und ein bisschen mir ein paar Brötchen holen, einen Podcast hören. Ja, das werde ich machen. Und dann erstmal was Leckeres essen. Man sollte ja auch den freien Tag nicht immer die ganze Zeit hier hinterm. Oh, hier hinterm Rechner sitzen. Habt ihr gesehen? Krankenwagen fährt schon. Da ist ein LKW in Brand geraten. Ach, du meine grüne Nase. Ups, vorsichtig, vorsichtig. Haben Sie die Feuer eigentlich auch noch ein bisschen zu überarbeitet? Das ist mir jetzt gar nicht so richtig bewusst. Wir können ja mal ganz kurz mit der Flycam hinfliegen und mal schauen, ob die Feuer auch ein bisschen. Ah ja. Gut, kann man mitleben. Geht schon. So. Schön dirty. Dirty Harry Maximus im LKW. Ja, herrlich. Einfach nur entspannt. Ich muss immer mal die Kleine angucken. Das ist Edeltraut. Sie heißen alle Edeltraut, da kann ich jetzt nichts falsch machen. Solange wie die Mods noch funktionieren, ne? Wer weiß. Wenn dann halt eine Umänderung gibt, der Grafik, welche Mods dann überhaupt noch kommen, wie das dann überhaupt läuft, wird spannend. Wird echt spannend. Muss auch sagen, dass jetzt momentan haben wir nicht gesehen. Was ich jetzt so mitbekomme, wenn ich jetzt einfach mal so ein bisschen schaue, es gibt irgendwie so gut wie keine richtig, also überhaupt keine richtig neuen Mods und überhaupt an der Kreativitätsfront der Mod-Ersteller ist da echt ein bisschen. Das hier bleibe, kann ich ja gleich hier auf der Fahrbahn bleiben hier. Oh, jetzt wird es aber schnell dunkel, oder? Na, Hallöchen. Gott, es ist auf immer dunkel geworden. Es ist im Winter so, ne? Oh. Da vorne staut sich das doch schon wieder. Oh, nee, ey. Ey, kurz vorm Ziel müssen wir jetzt hier noch zum Stau kommen, ey. Volle Autobahn, vereiste Straßen. Naja, weil die alle jetzt rüber wollen, ne? Machen wir es einfach mal so. Ist auch sinnlos. Ist eigentlich total sinnlos, weil wir gleich rüber müssen.
Können wir darüber? Hoch! Oh, also wirklich. Ich hab's ja schon mal gesagt. Umso älter man wird, umso anstrengender wird das, wenn man hier im Dunkeln unterwegs seine Touren macht. Und ich merke es ja selber hier jetzt im Spiel. Oh, Nanuchen. So, jetzt hoch hier den Berg. Ja, haben wir ja nur Glück, dass es heute nicht schneit, wa? Ja, manchmal fährt man wirklich nur nach Gefühl, ne? Das müsste so hinhauen, das müsste so passen, dass man damit seinen Anhänger rüberkommt. So. Ach, wir sind erstmal da. Wir sind gleich da. Oh, ist hier noch Platz da an der Seite? Ja. Passt. Hui. Oh, ich weiß noch, wo hier die Fehler waren. Wo die das Lichtsystem überarbeitet haben und dann die ganzen Blinker und Lichter nicht richtig funktioniert haben. Aber hier, jetzt hat man hier die Spiegelung von der... Jetzt könnten wir eigentlich warten, wir haben die Spiegelung von der Ampel. Wenn die denn grün wird, werden wir es ja gleich sehen. Also, kann ich ja gemütlich... Da siehst du? Ich wollte jetzt eigentlich meinen Tee trinken. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass es damit nicht ging. Oder nicht so richtig dargestellt wurde. Aber wir sind gleich da. Wir sind noch im Rahmen der Zeit. Dann Abgabe. Warte doch, wir müssen da vorne rein. Ich dachte, ich muss hier schon rein. So. Eiseskälte. Warte mal, was haben wir denn eigentlich für eine Temperatur? Minus 8 Grad. Naja, es war die letzten Tage auch so. Und ganz ehrlich, das war schon sehr unangenehm im Auto. War mal froh, wenn die Sitzheizung langsam warm wurde. Und ich habe auch immer gesagt, Lenkradheizung braucht kein Mensch. Aber ich hätte es gerne gehabt. Ich weiß gar nicht, hat mein Auto Lenkradheizung? Ich glaube nicht. Aber so eine Lenkradheizung wäre gar nicht mal so schlecht. Ja gut, jetzt werden wir mal die Kirche im Dorf lassen. So verweichlich sind wir ja nun auch nicht, dass wir alles brauchen. Doch alles Sachen, die kaputt gehen können, ne? So, wir sind da. Der Winter ist überstanden. Minus 8 Grad in Rostock. Schreibt mal rein, wie kalt es bei euch ist. Und heute... Wie gesagt, ich wiederhole mich gerne, wollen wir ein neues Projekt, wie viel Livestream wir das machen, gucken wir mal. Gotham Knights, das werden wir heute mal durchspielen. Ich habe richtig Bock drauf, weil ich dieses DC-Universum mag und auch wenn es ohne Batman ist, ich mag es trotzdem. Und ja, war schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass ihr mich immer so schön unterstützt. Heute Abend live und Sonntag natürlich auch mit unserer Sonntagstour. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bye, bye.